Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Mit dem Ruf der Engel auf den Feldern begrüße ich euch, liebe Brüder und Schwestern, zum Gottesdienst der Heiligen Nacht. Wir wollen nach dem Unfrieden und den Unruhen der Vorweihnachtszeit diese besondere Nacht nun auch besonders feiern. Ich begrüße Sie alle an dieser Stelle aus dem Zinsendorfhaus, Sie alle, die Sie von zu Hause aus an diesem Gottesdienst teilnehmen wollen oder auch müssen, weil Sie zu einer Risikogruppe gehören oder bereit waren, zugunsten anderer auf den direkten Gottesdienstbesuch zu verzichten oder aber, weil Sie erkrankt sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich begrüße euch, liebe Brüder und Schwestern, auch in der Ferne, wo immer ihr uns zuhört, wo immer ihr zuseht, seid uns willkommen. Wir laden euch alle ein, die altvertrauten Worte zu hören, die schönen Lieder zu singen oder die Melodie einfach nur zu summen, mitten allen Leids und allen Unfriedens in dieser kranken Welt doch aufzubrechen mit uns zur Freude der Weihnacht. Wir wollen beisammen sein im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, mit dem Zinzendorf-Ensemble zusammen zu singen vom Himmel hoch. Wenn Sie ein Gesangbuch zur Hand haben, ist es die Nummer 24, die Strophen 1 bis 3. Und wir werden begleitet von Frau Kral an der Orgel. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land, scheint es hell.
Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Er sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. In einer Welt, in der es so laut geworden ist, dass meine Ohren taub zu werden drohen, wird es nun stille Nacht. In einer Welt, in der ich überflutet werde mit Nachrichten und Informationen, höre ich die Nachricht von der Geburt eines kleinen Kindes. In einer Welt, in der nur noch Leistung zählt und viele, viele Menschen unter Druck stehen, höre ich, dass du Gott Mensch wirst in meinem armseligen Leben. Meiner Hoffnungslosigkeit, meiner Oberflächlichkeit, meiner Einsamkeit. In einer Welt, in der Hoffnungslosigkeit und Angst vor der Zukunft uns alle umtreiben, da fragst du mich, Gott, was mich trägt, was mich hält, woraufhin ich lebe. In dieser lauten Welt, dieser aus den Fugen geratenen Welt, komm doch jetzt zu mir, Herr. Lass mich hören, meinen Herzschlag. Lass mich hören auf den Rhythmus des Lebens, den Rhythmus, den du in dieser Nacht neu schenkst. Sei du selbst mir Frage und Antwort. Amen. Love knows no borders. Thank you.
steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Liebe Brüder und Schwestern, Leben ohne Rhythmus ist nicht vorstellbar. Das fängt mit dem Herzschlag an. Mit seinem Einsetzen beginnt unser Leben. Mit seinem Verstummen endet es. Alles ist Rhythmus. Der Puls und der Herzschlag und die Wassertropfen und wenn man läuft oder wenn man atmet. Im Rhythmus geht es ganz körperlich um Energie. Manchmal Rebellion, manchmal Ekstase. Es geht um Freiheit oder Ordnung, Entgrenzung oder Kontrolle. Der Rhythmus, das bist du. Mit allem, was dich ausmacht. Und er ist so oder so, je nach Leben, je nach Menschsein. In diesen Tagen und Wochen, Monaten, hat sich unser Lebensrhythmus verändert. Aus dem Takt sind wir geraten. Ein unsichtbarer Gegenrhythmus hat alles durcheinander gebracht. Energie kam zum Erliegen, Atem zum Stillstand, Schwung wurde ausgebremst, Zukunftstakt wurde gelähmt. Irgendwie ist alles neu getaktet.
mich sagen zu dem, was ich will und wer ich bin. Das hat die Krise schon bewirkt. Aber auf einmal steht dann doch diese eine Frage im Raum. In welchem Takt schlägt dein Herz? Für was tönt es? Laut oder sanft? Durch welchen Rhythmus bist du bestimmt? Und wenn du alles so kontrollieren musst, wie gerade vorgegeben, bist du dann eigentlich noch lebendig? Und wenn dein Lebensrhythmus aus Verzagtheit immer zaghafter schlägt, wann ist dein Leben so energielos, dass du eigentlich schon gar nicht mehr da bist? Oder was hast du entdeckt in diesem ganz besonderen Jahr? Worauf kommt es dir an in deinem Leben? Für was schlägt dein Herz? Für wen schlägt es? Wessen Rhythmus pulsiert in dir? Wo bist du lebendig? Wir hören einen ganz besonderen Rhythmus. Und doch ist es nur die Geschichte eines armen Jungen. Er kann es sich nicht leisten,
Christen dem neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen. Mit dem Einverständnis der Mutter Maria spielt er dem Kind stattdessen auf der Trommel. Just to honor him, nur um ihn zu ehren. Sein Takt gleichmäßig, die einzige kleine Trommel. Komm mit, sagten sie, lass uns den neugeborenen König sehen. Wir bringen unsere edelsten Geschenke, um sie ihm zu Füßen zu legen. Wir wollen ihn damit ehren, wenn wir bei ihm sind. Kleines Baby, auch ich bin nur ein armer Junge. Ich habe kein Geschenk bei mir, das eines Königs würdig wäre. Soll ich für dich spielen? Parapapam auf meiner Trommel. Maria nickt, auch so lang machen im Takt mit. Für ihn spiele ich meine Trommel und ich gebe mein Bestes. Da lächelt er mich an, mich und meine Trommel. Liebe Brüder und Schwestern, das Lied lehrt uns erneut, dass das Geheimnis von Weihnachten auf einem wundervollen Missverständnis beruht. Es beruht auf der Tatsache, dass wir auf der Suche nach dem Großen und Außerordentlichen nur das Unscheinbare finden. Und dass es uns ergreift und dass die kleinen Dinge mehr zählen als die großen Gesten. Und dass es darauf ankommt, wofür du eine Achtsamkeit entwickelst, wofür dein Herz schlägt. Davon erzählt das Lied. Und ein wenig, finde ich, auch vom Protest, vom Aufstand. Ja, das auch. Denn eine Spielmannstrommel schlägt eigentlich den Takt. Ein Instrument für Soldaten und ein Marschrhythmus, den sie ja gehen müssen. Eine Trommel. Immer schon haben durch die Zeiten hinweg am Heiligen Abend die Kanonen und die Aufmärsche der Gewalt geschwiegen und mit gutem Grund. Denn Weihnachten ist ein besonderes Fest, der Heilige Abend eine besondere Zeit. Und unerwartet schlägt eine Spielmannstrommel für ein Neugeborenes. Doch die Härten des Lebens scheinen hier durch. Man hört sie. Die Welt ist auch heute weder für Frauen wie Maria noch für Kinder wie Jesus, nicht einmal für die Bewohner von Bethlehem ein sicherer Ort. Und es gibt immer noch arme Kinder wie diesen kleinen Drummerboy. Und mein eigenes Leben ist ja auch nur ein Fragment dessen, was es vielleicht sein könnte. Jesu Geburtsfest fragt immer nach Lebensstil und Moral und niemand kann diesen Abend feiern, ohne etwas von den Forderungen, die an einen gestellt werden, gehört zu haben. Niemand kann dies Fest feiern, ohne nach den marschierenden Soldatenstiefeln auf der Welt zu fragen. Und nach denen, die nichts zu geben haben als das blanke Leben, die im Unglück leben und im Unfrieden. Und darum kann niemand dies Fest feiern, ohne sich in irgendeiner Weise zu den Katastrophen und Ungerechtigkeiten zu verhalten, ohne also auf seinen eigenen Herzschlag zu hören. Dies Fest hat einen eigenen Takt, der nicht begleitet ist allein vom Ehre sei Gott in der Höhe, sondern auch vom Frieden auf Erden und von den Rhythmen auf den Straßen der Elendsviertel dieser Welt und dem Rhythmus von Schuld und Versagen und menschlichen Schwächen in all ihren Weihnachten. Martin Luther sagt einmal, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Naja, nun, ganz ehrlich, mein Herz hängt an vielem. Natürlich schlägt es für die Menschen, die mir nahe sind. Mein Herz hängt an meinem Leben und meinen Plänen. Und aktuell ängstet es sich um Zukunft, um Gesundheit. Meine eigene, aber auch die der Menschen neben mir. Mein Herz hängt aber auch an vielen Dingen, an Erfolg, Gesundheit, einen guten Weg für die Kinder, ja das. Aber manchmal pulsiert mein Herz auch ganz, ganz schnell beim Anblick von ein paar schönen Schuhen. Das muss ich auch zugeben.
Das alles schenkt Zufriedenheit und Kraft und die Aufgaben des Lebens kann ich immer wieder beherzt angehen. Manchmal aber passiert es, dass ich das Gute nicht mehr sehe und mein Herz an die Angst verliere. Die Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, die Angst, aus dem Leben nicht so viel herausholen zu können wie andere, die Angst vor Versagen, Krankheit, Tod. Wofür schlägt dein Herz? Das Herz Gottes schlägt bedingungslos für uns Menschen, für mich, für dich. Es schlägt für diese ganze Schöpfung, für den Frieden, für jeden Einzelnen von uns, egal ob ein armes Kind mit einer kleinen Trommel ist oder aus einem begüterten Haus kommt, egal ob er ein Leben in Bruchstücken lebt und Versagen, egal ob er etwas zu geben hat oder nicht. In der Krippe ist dieser Herzschlag eines gütigen Gottes hörbar, im Herzschlag eines kleinen Kindes. Menschlichkeit ist der Takt, um den es geht, an Weihnachten und darüber hinaus. Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, der Drummer Boy, das ist nicht nur sentimentaler Kitsch. Das ist auch ein Protestsong gegen meine eigene Kleinmütigkeit, Engstirnigkeit und dieser Angst, ewig zu kurz zu kommen. Angst auch vor der Abweisung, vor dem Verlust meiner Sicherheiten. Es ist ein Protestsong gegen die Bequemlichkeit, mein Wegschauen, meine Oberflächlichkeit. Der Song eines kleinen, armen Jungen, der nichts hat außer seiner Trommel und doch bereit ist, mehr zu geben, als ich es mitunter bin, wo ich doch so reich bin und so auf hohem Niveau jammere. Seine Trommel schlägt den Herzschlag Gottes. Sie lädt einen mitzuwippen, mitzulieben, mitzuschlagen für diese Welt und für den Menschen neben mir und für Gott. Just to honor him, um ihm die Ehre zu geben. Das kann ich machen. Mit allem, was ich bin, was ich kann, was ich zu lieben vermag. Parapapam, nimm dies mit aus dieser heiligen Nacht, aus dem Zinzendorf aus. Amen. Ich stehe an deiner Krippe hier. Wenn Sie mögen, dürfen Sie nun mit uns das Lied Nummer 37 im Gesangbuch singen, die Strophen 1, 2 und 4. Ich komme in Ostern.
Lasst uns beten. Du hast unsere Welt erlöst, guter Gott. Du allein gibst dem Leben Sicherheit. Dein Sohn Jesus Christus ist unser Halt, er teilt unsere Schwäche, gibt uns seine Stärke, bringt uns auf den Weg. Er führt uns zu uns selbst und bringt uns zu unseren Nächsten. Dafür danken wir dir, Gott. Gib uns Kraft, wenn es nötig ist, unser Leben zu ändern. Und dann ändere uns. Wenn es hilft, neue Wege einzuschlagen, führ uns diese Wege. Unsere Nächsten machen zu unseren Nächsten. Ehrlich und rücksichtsvoll, menschlich zugewandt, lass uns miteinander leben. Ganz besonders jetzt, da diese Welt auf dem Kopf steht. Gib uns ein klein wenig Freude. Aus deiner Güte lass uns schöpfen. Diese Festtage hilf uns, dankbar zu feiern, damit wir Kraft finden für unser Leben. Gib uns Mut, zu den Menschen zu werden, die Jesus Christus suchen. Du hast die Schattenseite zu deiner Wohnung gemacht. Nun bleib uns gnädig und mach uns zu Zeugen deiner Liebe. Und erhöre uns, Herr, wenn wir mit der ganzen Christenheit auf Erden zu dir beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns miteinander, wie es der Brauch ist, am heiligen Abend und du Fröhliche singen. Ich lade Sie ein, das Lied Nummer 44 aufzuschlagen. Wir singen alle drei Strophen. Oh, no fear is there.
Liebe Brüder und Schwestern, dies ist das Ende dieses kleinen Films, dieses Gottesdienstes, den wir für euch aufgenommen haben. Wir wünschen euch da draußen, wo immer ihr seid, noch einen wunderbaren Abend und ein gesegnetes Fest, hoffentlich im Kreise der Menschen, die euch lieben und die ihr liebt. Wir hoffen und wir wünschen uns, dass wir einander hier im Zinzendorfhaus wiedersehen, zu besseren Zeiten. Ich danke ganz herzlich dem Ensemble, das Musizieren, Frau Kral am Klavier und nachher werden Sie noch Herrn Kral an der Gitarre hören. So geht nun hin in euer Leben mit dem Segen des Herrn. Der Herr, voller Liebe und Geduld, er segne dich und lasse dein Leben gelingen. Der Herr behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst und stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sein Blick erwärme dich und überwinde in dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn Schuld dich drückt oder du nicht vergeben kannst. Er lasse dich aufatmen, dass du innerlich frei wirst. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er gebe dir Frieden, dass deine Seele zur Ruhe komme und du dich geborgen und getragen wissen darfst. Amen. Stille Nacht, heilige Nacht.